Jetzt ist es amtlich. Der Reutlinger Kreistag hat bei seiner konstituierenden Sitzung offiziell das Wahlergebnis der Kommunalwahl im Mai festgestellt. Beim Ergebnis hatte es geringfügige Änderungen gegeben, allerdings hatte sich das nicht auf die Sitzverteilung ausgewirkt. Der neue Kreistag setzt sich also folgendermaßen zusammen. Die größte Fraktion bildet die Freie Wählervereinigung mit 19 Sitzen. 15 Sitze gehen an die CDU, 10 an die SPD und 12 an die Grünen. Die FDP erhält 4 Sitze, die Linke hat weiterhin 2 Kreistagssitze inne. Auch Wir in Reutlingen hat einen Sitz erhalten. Neu im Kreistag ist die AfD, die bei der Kommunalwahl 4 Sitze ergatterte. Den Vorsitz des Gremiums hat weiterhin Landrat Thomas Reumann inne.